So, war ein ganz kurzes Update, sage ich mal. Das Grundgerüst von dem Teil ist Gott sei Dank inzwischen so gut wie fertig. Es kann zwar noch ein paar Datenbankänderungen geben und so, aber ich hoffe, das habe ich soweit in den Griff. Ja, die Grundfunktionen sind halt, man kann sie einloggen, ne? Klar, registrieren machen wir auch gleich. Wenn wir uns einloggen, sehen wir aktuell noch, auch wenn da mehrere Abteilungen sind, alle Abteilungen. Das ist der nächste Schritt aktuell. Wir gucken da gleich rein, wir loggen uns aber erstmal schnell aus und registrieren uns einfach mal neu. Dann machen wir einfach mal Jens Weißflug. So. Passwort ist egal. Und wir registrieren uns. Das Ding ist, wir können uns jetzt zwar versuchen einzuloggen, aber wir müssen uns erst freischalten lassen. So, das heißt, ich muss mich dann einmal als Admin einloggen. Der erste registrierte User ist immer der Super-Admin in Anführungszeichen. Der kriegt dann hier auch Einstellungen. Kriegen andere User auch noch, aber nur in abgewandelter Form. So, als Super-Admin können wir unter anderem den Weißflug mal freischalten und wir können mal die Polizei hinzufügen. Jetzt haben wir hier die Polizei. Wir können zum Beispiel mal versuchen, die Feuerwehr zu löschen, die Abteilung. Funktioniert nicht. Es sind noch Leute drin. Bei der Polizei würde das gehen, weil da aktuell niemand drin ist. So, loggen wir uns mal nochmal kurz aus. Gehen jetzt mal als Jens Weißflug rein. Und jetzt sehen wir halt das aktuelle Problem in Anführungszeichen noch, dass wir halt alle Abteilungen sehen. Ist aber nicht so dramatisch. Das kommt dann als nächstes. Habe ich tatsächlich als nächstes auf der Liste. Dann gehen wir mal rein bei der Feuerwehr. Und hier können wir dann sehen, was für Mitarbeiter wir haben, welche Position sie haben. Und aktuell können wir noch keine Leute entlassen. Kommt noch etwas weiter unten, aber natürlich auf dem Plan. Wir können uns die Leute mal angucken. Hier ist dann der Mitarbeiter Jens Weißflug, nicht der User Weißflug, das ist was anderes. Muss man unterscheiden. So, Abteilung, Position, bla bla bla. Das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich der Discord-Handle, weil sobald, das habe ich noch nicht implementiert, aber sobald wir dann sagen, wir wollen jetzt einen User hinzufügen, dann wird geprüft, hey, gibt es den Discord-Handle schon? Dann sehen wir A, entweder ist noch irgendwo. Oder B, der war mal irgendwo und ist halt aktuell nicht aktiv. Und dann wird halt angezeigt, hey, der war schon mal oder ist noch irgendwo. Dann kann man den User aufrufen, da sieht man dann, hey, ist der gekündigt? Wann war das? Was für Akteneinträge hatte der? Jetzt, wo es mir auffällt, könnte man auch schreiben, in welcher Abteilung der Akteneintrag war. Naja, nicht so wichtig. Erstmal. So, Mitarbeiter hinzufügen. Na klar, irgendwas, bla bla bla, bla 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 und so weiter. Funktioniert alles tadellos. Die Abteilung wird automatisch ausgefüllt. Einstellungsdatum wird automatisch ausgeführt. Und theoretisch könnte man noch reinnehmen, wer ihn eingestellt hat, aber es ist nicht so relevant eigentlich. So, hinzufügen. Es gibt normalerweise immer eine Meldung, wenn was geklappt hat oder halt nicht geklappt hat. Dann gehen wir mal in Gariot, da ist noch gar nichts drin. Machen wir mal einen Akteneintrag. Auch wir sind halt gerade eingeloggt als Jens Weißflug. Datum, Uhrzeit wird automatisch hinzugefügt. Von der Kategorie her habe ich das wie aus dem Tablet übernommen. Sagen wir einfach mal negativ. Ja, irgendwas. So, hinzufügen. Gibt jetzt eine Meldung natürlich hier. Sehen wir dann, was das war. Nochmal farblich hervorgehoben. Oh, ich sehe gerade hier ist ein kleiner Fehler, das ändere ich gleich. Könnte ich auch jetzt schnell machen. Das ist nichts Großes. Wo sind wir denn? Wir sind in im Detail. Okay. Employee Detail. Das sind die Akteneinträge. Notiz negativ Blubidi. Ah, genau, hier ist der Creator Name. Das muss dann nämlich Title sein.
Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ja, dann ist jetzt Jens Weißdruck auch ordentlich geschrieben. Gut. Ja, an sich ist es das. Man könnte sich noch die Einträge anzeigen lassen, wenn da mehrere wären, wie beim Weißblock hier zum Beispiel. Hier sind mehr, das weiß ich, weil ich habe die einmal durchnummeriert. Ist noch ein Deadlink, das funktioniert aktuell nicht. Das ist natürlich auf der Liste, dass man sich alle Einträge anzeigen lassen kann. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich die Abteilung dann nochmal zuschreiben. Für die Zukunft halt, ne? Ja, das war's im Endeffekt erstmal. Der Rest kommt noch, ist noch viel auf der Liste bei mir, aber grundsätzlich funktioniert das schon mal und es wird dann halt vor allem helfen, Leute zu identifizieren, die schon mal da waren und dann aus, keine Ahnung, extrem blöden Gründen gekündigt wurden, dass man da schon mal ein Auge drauf hat. Oder dass man halt Leute findet, die halt aktuell noch woanders beschäftigt sind. Aber ja, das war's erstmal. Sehr cooles Projekt eigentlich, macht sehr viel Spaß. Also dann.